Hallo Freunde des Software Entertainments und herzlich willkommen bei Never Code Alone. Mein Name ist Roland, ich bin Open Source Enthusiast und stelle hier in Live Coding Tutorials meine Skills zur Verfügung, damit ihr lernt, was mit Web Development so passiert. Falls ihr den Kanal hier noch nicht kennt, gerne einmal folgen und die Glocke einschalten. Heute geht es ganz konkret darum, wie ich mit der Hilfe von Claude 3 Sonnet die Accessibility auf nevercodealone.de erhöhe. Wir hatten ja gerade einen Live-Talk hier mit Nina und Marc zu meinen AI-generierten Bildern, die ich für ein Accessibility-Glossar aufgesetzt habe. Und hier werde ich jetzt einige Fixes machen. Und das passiert natürlich alles direkt live hier nach dem Intro. Von daher viel Spaß damit. Und damit sind wir hier auch schon auf meiner lokalen DDEV Docker Entwicklungsumgebung und wir sehen hier die Übersichtsseite. Bei der Übersichtsseite gibt es im Wesentlichen drei kleine Probleme. Einmal ist der Kontrast hier oben bei dem Call to Action Button nicht richtig. Der bricht jetzt auch nicht richtig um, aber das ist jetzt nicht das Problem, das hier im Fokus steht. Dann ist der Kontrast hier zu gering. Man sieht das hier mit den AXE Dev Tools, dass wir sehen, dass hier entsprechend bei dem Mail to der Kontrast nicht richtig gesetzt ist. Da möchte ich dann auch direkt mit einer entsprechenden AI-Unterstützung halt arbeiten. Und wir haben, wie gesagt, hier noch die ganzen anderen Elemente, die jetzt nicht so, oh, wie liste ich sie, die dann eben halt entsprechend sagen, dass hier die Kontraste zu gering sind. Und das werde ich auf jeden Fall beheben. Dann werden wir hier den Alttext in der Übersicht wegnehmen. Denn hier sind sehr ausführliche Beschreibungen, die hier gesetzt werden. Wir können uns das einmal kurz live anschauen, damit ihr versteht, was ich hier meine. Ich habe mir nämlich hier, und das sieht man ja in dem Live-Talk ganz gut, entsprechend Bilder von AI generieren lassen und hier direkt aussagekräftige alternative Bilder eingesetzt, die dann sehr detailliert sagen, was auf dem Bild zu sehen ist und das in einer Übersichtsseite dann für jedes einzelne Bild erstmal über vorlesen zu lassen, ist natürlich nicht so gut und deshalb soll die Seite ja auch gut zugänglich sein. Aber wenn man dann auf dem eigentlichen Artikel ist, dann ist das schon eine tolle Sache und hier hat Marc dann auch gesagt, das ist ja dann auch ein Mehrwert für den User an für sich. Deshalb würde ich hier eine richtige Image Caption ausgeben und genau das fangen wir heute an, hier direkt zu programmieren. Und damit sind wir hier auch direkt in der Konsole von Anthropic. Und hier habe ich meinen ersten Fall, wo ich mir jetzt meinen Accessibility Consultant aufsetzen möchte, der mich beim Web Development unterstützt. Und an der Stelle ist es erstmal wichtig, dass ich hier auf Sonnet gehe, denn Sonnet ist hier in der Oberfläche dann kostenlos, wenn man es verwendet. Und Opus 3 ist zwar deutlich mächtiger, aber kostet eben halt auch Geld. Und für so eine Unterstützung hier beim Development möchte ich vielleicht nicht immer das größte Large Language Modell der Menschheit nehmen. Da reicht mir auf jeden Fall halt Sonnet. Und hier gibt es verschiedene Dinge, die wir eingeben müssen. Und zuerst haben wir den Systemprompt. Das ist im Grunde genommen die Rolle, die wir verwenden. Hier ist es auf jeden Fall gut, wenn man direkt auf Englisch Eingaben macht. Ansonsten haben tatsächlich die Qualitätspunkte, was das Unterstützen von Web Development angeht, 30% Verlust. Ja, also you are my. Muss man natürlich auch wissen, dass man Englisch ist. You are my Web Development Consultant to make a better
Accessibility to my project. I need you to improve my Twig files with best practice of the accessibility community. Das ist jetzt erstmal das, was grundsätzlich passieren soll und die Rolle, die jetzt hier rausgegeben wird. Und danach kommt ein User und dieser User Prompt ist im Grunde genommen halt das, was ich Enter Instructions or Prompt for Claude. Das heißt, ich sage jetzt hier, was genau passieren soll und welche Zielsetzung das Ganze hat. So, I want you to give me full working example first and then a little instruction in less than 250 characters. Ich möchte ja schon was lernen, aber auch nicht immer so zugebombt werden. For a senior web development expert. Und ich möchte natürlich auch, dass die Antwort für mich ist und nicht einfach nur irgend so ein Blabla. Dann kommt jetzt hier die entsprechende Assistance ins Spiel, wo ich sage, Enter Claude's Response, also die konkrete Erwartungshaltung, die ich hier formuliere. Und jetzt bin ich hier auch selber durcheinander gekommen. Das gehört hier beim Assistant hin und hier habe ich schon das entsprechende Codebeispiel. Ja, das heißt, wir haben ja hier einen Farbkontrast, der uns Probleme macht, den wir hier schon rausgestellt haben. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe auf die 1, dann habe ich ja hier mein Mail-to-Link. So, dann kopiere ich mir den und sage hier, this is the actual code. And this is the X error message. Mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Denn ich zum Beispiel kann hier nicht richtig damit umgehen, wie hier das, was hier steht, jetzt in Farbe aussieht. Ja. So, das ziehen wir hier rüber. Dann habe ich hier die Error-Meldung, habe hier den Assistant und sage hier nochmal fix the codes and try to keep a green button. Ich könnte den ja auch farblich halt komplett abheben. Mit Steuerung Enter wird das jetzt ausgeführt. Und jetzt habe ich hier den entsprechenden Code. Und wir sehen, change the background color to a darker green. Und es gibt hier den Minimum-Kontrast. Und jetzt möchte ich ja hier einfach sehen, was die Differenz ist. Ich hole mir mal eben die Stelle aus dem entsprechenden
Base Template. Okay, das haben wir hier als Include Navigation in dem Subfolder Tailwind ausgelegt und wir sehen, dass wir hier ja entsprechend den Mail zu haben und dass hier der Background Green 600 steht und dass der hier jetzt mit 700 angegeben ist und ich glaube jetzt nicht, dass da sonst großartig was passiert ist, aber wir wollten das natürlich auch, dass das hier direkt funktioniert und deshalb füge ich das eben halt auch einmal hier komplett ein. Habe das jetzt getan, weiß nicht exakt, ob der BG700 hier schon generiert ist, kann aber auch mal sagen, dass ich hier schon mal ein Reload mache. Mal gucken, ob das dunkler wird, sonst müsste ich mir noch mal den entsprechenden Hintergrund generieren lassen. Und ich habe hier zumindest ein neues System. Das ist, glaube ich, ein Build Dev. Eine Sekunde. Okay, ich musste einmal mit der History Search durchschauen, was es hier mit Build gibt. Und hier gibt es auf jeden Fall den NPM Run Watch. Und damit wird ein entsprechender Hot Reload hier auf den Tailwind-Files generiert. Und damit habe ich diesen Button schon mal aktualisiert und jetzt schauen wir, wenn ich das Ganze hier noch einmal lade, ob sich das schon mal behoben hat. Kann ich nicht einfach einen Rerun machen? Kann man bestimmt auch geschickter mit dem Tool hier machen. Rerun Scan, okay, man kann auch mal lesen. Es wird nochmal gescannt und jetzt hoffe ich, dass der hier entsprechend geklappt hat. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt haben wir tatsächlich nur noch Dinge hier unten im Datenschutz und die sind hier gar nicht angemerkt, dass die auch dunkler werden sollten. Ich war mir ziemlich sicher, dass die nicht ausreichend viel Kontrast haben. Aber das Ganze hier haben wir dann nochmal, dass wir das verhältnismäßig schnell machen können. So, wir haben hier unten den Datenschutz und wir sehen, dass das auf jeden Fall hier nicht ausreichend ist und dass diese Farbe hier aber insgesamt aus einer Basisklasse kommt. Und diese Basisklasse habe ich hier natürlich in Assets, Website, Styles als Basisklasse gesetzt und hier gesagt, dass A-Links Text Green 400 sein sollen und wenn hier Hover drüber geht, dass es ein Green 500 sein soll. Und jetzt bin ich hier ja hingegangen, damit das auch ein bisschen einheitlich hier aussieht, versuche ich mich natürlich daran zu halten, dass ich hier gesagt habe, ich habe ein Background Green 700, weil es einfach dunkler ist und habe hier ein Hover auf 800. Und wenn ich das jetzt nochmal hier eingebe und sage, ich mache hier ein 700 und Hover dann auf 800, dann habe ich hier Brand Colors global gesetzt. Und damit kann ich die Sachen hier mal wegklickern. Passiert hier entsprechend der Reload, man sieht das, dass ich hier gespeichert habe und deshalb direkt ein Reload geschehen ist. Und wenn ich jetzt hier die Aktualisierung mache, dann kann es sein, dass auch die Links hier insgesamt schon dunkler geworden sind und die vom Datenschutz und Impressum natürlich auch hier entsprechend dunkel geworden sind. Und ich jetzt noch einmal den Rerun machen kann und damit es einerseits seltsam ist, dass hier nur diese Texte angemerkt wurden und die anderen nicht, da sie ja dieselbe Farbe hatten. Ja, also diese Tools sind auch nicht hundertprozentig zuverlässig, das muss man auch immer wieder sagen. Ich rerunne den Scan, man sieht es jetzt deutlich besser aussieht und ich habe hier nochmal etwas, was gerade
Ja, der Never Caught Alone Grey 400. Da muss ich mal gucken, wo der ist. To solve this problem, you need to fix the following. Footer Class BG White. Also das wird ja dann hier der entsprechende Text sein. Kann ich mir den nicht direkt hervorleben lassen? Ja, mich wundert, dass hier, das ist nur ein P-Tag, okay. Das ist ja der Footer, den habe ich hier wahrscheinlich auch parallel liegen oder der ist im Basis-Layout. Im Footer, also in der Navigation wird es dann nicht sein. Ich habe hier meinen Base-Tailwind. Hier ist der Footer. Hier ist das Never Code Alone. Hier ist ein Gray 400. Das möchte ich ja jetzt doch deutlich dunkler machen, aber vielleicht ein Gray halten und würde jetzt von mir aus auch mal auf ein Gray 800 gehen. Das macht jetzt auch ein Hot Reload, falls die Klasse noch nicht da ist, damit das eben halt minifiziert ist und ich nicht alle Varianten von Tailwind hier in mein Projekt reinnagel. Damit ist das passiert. Jetzt lasse ich das nochmal neu laufen. Das sind auf jeden Fall Low-Hanging Fruits. Wahrscheinlich kommen jetzt an der Seite die kleinen Buttons noch raus. Okay, um die Symfony Debug Bar kümmere ich mich auf jeden Fall nicht. Aber damit ist diese Seite schon mal zumindest was die Kontraste angeht gefixt. Das kann ich jetzt schon mal einmal committen. Das heißt, ich gehe hin und mache auf jeden Fall einen npm run build, damit die Files jetzt statisch generiert werden. Und wenn das geschehen ist, kann ich auf jeden Fall schon mal committen. Ich generell committe immer mit Fugitive. Das heißt, ich habe hier entsprechend die neuen Files und die Aktualisierung gemacht von den gestagten Files, unter anderem eben halt von meinem Base Tailwind und Navigation Tailwind und kann jetzt hier sagen CC, damit komme ich eben halt zu der entsprechenden Commit Message, mache hier ein I, wie ich es von Vim gewohnt bin und sage Fix Contrast in Main Links and Header Navigation CTA. Damit habe ich das getan, sage hier an der Stelle, ich mache ein WQA, bin raus, habe diesen Commit gemacht und kann jetzt von da aus weitere Dinge. Eine weitere Sache ist, dass man jetzt als jemand, der blind ist oder über den Screenreader geht, nicht jedes Mal diese unendlich langen Texte vorgelesen bekommen möchte. Deshalb hat mir gerade mein Accessibility Consultant Freund Mark erzählt, dass man hier dann den Alttext nicht weg, sondern leer lässt. Das würde etwas sein, was das AXE-Plugin von Cypress, das ja automatisiert in unseren Pipelines drin ist, bemängeln wird. Da muss man mal schauen, wie man das auszeichnet. Aber in diesem Falle ist es ein sogenanntes dekoratives Image, das an der Stelle keinen Mehrwert dafür hat, dass der User das jedes Mal vorgelesen bekommt, was ich auch akzeptiert habe. Es ist klar, dass das hier etwas ist, das wir gerne nach vorne bringen wollen. Es sind eben halt coole Bilder, aber diese coolen Bilder dann doch eher in der Detailansicht ausführen als in der Übersichtsseite. Das heißt, ich nehme das hier entsprechend weg. Wenn ich jetzt hier hinschaue und sage, wir haben hier jetzt diese doch sehr lange Beschreibung vom Bild. Man sieht das hier, und die Description, die jetzt hier nicht so lang angezeigt wird. Ich hole es mal nach unten. Ja, wir haben hier und die Description, was jetzt hier nicht so lang ist, wohingegen hier steht, das Bild präsentiert einen kreativen Buchstaben.
mit modernen Symbolen wie Augen, Zahnrädern etc. ein sehr ausführlicher Text, der jetzt redaktionell zwar KI generiert worden ist, aber tatsächlich halt eingepflegt wurde. Und deshalb nehmen wir das hier an der Stelle dann tatsächlich auf leer. Ist das CSS hier lokal weggeflogen? Ich mache den Watcher nochmal an. Muss dann nachher nochmal schauen, ob ich das nochmal irgendwie neu committen muss. Auch das passiert beim Web Development. Damit habe ich das jetzt hier entsprechend weggenommen und das Alt-Tag ist da und leer. So soll es richtig sein. Jetzt möchte ich noch hingehen und sagen, dass ich hier an der Stelle gerne die Caption entsprechend für alle rendern würde, aber auch für Screenreader und es keine Doppelung mit dem Alt-Tag geben soll. Damit sind wir hier in der Excerpt-Image. Das ist auf jeden Fall das Image, so wie wir es derzeit bauen. Und wir sehen ja, dass wir diesen alternativen Text hier einfach als Alt-Text machen. Und jetzt würden wir sagen, wir möchten das hier, was ja so ein Full-Size-Image ist, entsprechend mit einer Caption versehen. Wenn man jetzt so wenig CSS-Fähigkeiten hat wie ich, dann kann man das hier nochmal einfügen. So, dann haben wir hier an der Stelle, this is the actual code. Und dann sagen wir hier target makes the alt text visible. With Image Caption and do not use a filled alt tag, but let screenreader read the text from the caption. Schade, dass ich hier keinen Screenreader habe oder noch nicht im Einsatz habe, das wäre natürlich ganz praktisch, um das direkt zu validieren. So, damit habe ich hier meinen Assistant weiter und sage dann hier, give me a working code. Mache das. Bekomme jetzt entsprechend den Response. Dann heißt das einfach, dass es in einem Figure drin ist und die Fig-Caption entsprechend befüllt wird und das Alt empty ist und Screenreader das dann entsprechend so vorlesen. Das ist hier auch in Caption umbenannt. Das ist so ein bisschen auch Best Practice. Das ist ja kein Alttext mehr. Damit bin ich auch einverstanden. Würde das jetzt auch komplett hier rüber kopieren und sagen, alles klar. Damit habe ich das vielleicht schon erfüllt. Muss jetzt mal schauen, ob das hier noch ein bisschen eingerückt werden muss. Kann das aber hier auch dann entsprechend vornehmen und sagen, give me the working code with the text centered. Ich weiß nicht, ob centered gut ist. Ich glaube, visuell für mich ist es gut. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Man sagt ja bei Headlines, auch beim Thema Barrierefreiheit, dass das alles nicht immer und Layouts, dass sie alle nicht immer mittig ausgerichtet werden sollen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Frage, ob das eben halt richtig ist. Make a little padding to top. Ja, das reicht eigentlich auch.
Das wurde jetzt hier falsch verstanden. Text Center. Okay, das bezieht sich hier außen rum, aber das Padding Top bezieht sich auf das Ganze, also das ganze Bild. Das ist falsch. Ich würde sagen, dass das so ist. Also, dass ich hier eine Class habe. Also, wir können es ja erstmal so nehmen. Und ich zeige euch dann, was ich meine. Zip, zip. Damit habe ich nicht den Abstand an der Stelle, an der ich ihn haben möchte, sondern das ganze Bild geht eben halt noch mal ein bisschen runter. Es ist aber schon zentriert. Und hier oben ist jetzt eine Kante. Das sieht man nicht so ohne weiteres. Aber ich würde halt sagen, dass ich das hier rausnehme und dann hier einfüge. Und damit dann eigentlich das Ergebnis, was ich haben möchte, habe. Okay, und damit habe ich das Ziel erreicht, wie ich jetzt meine Seite hier aufbereiten möchte. Das war's von hier. Ich hoffe, die Videos hier helfen dir bei deiner Arbeit mit Webdevelopment und geben dir Inspiration. Wie viel machst du denn mit AI-Unterstützung oder lehnst du das vielleicht sogar ab und sagst, ich möchte lieber gerne selber programmieren und exakt wissen, was ich tue? Oder benutzt du das auch als Hilfstool, das dich beschleunigt? Und vor allem, welche AIs setzt du denn in dem Kontext ein? Stichwort barrierefreies Webdesign. Hast du das auf dem Schirm? Befasst du dich damit? Und helfen dir solche Videos hier? Was möchtest du vielleicht in Zukunft an anderen Themen haben? Das gerne hier mal rein. Wie gesagt, zweimal in der Woche gibt es Tutorial-Videos hier. Folgen und Glocke an. Und hier gibt es auf jeden Fall mal auch ein Video, das dich interessiert und eine gesamte Playlist zum Thema Accessibility. Damit hab viel Spaß, bis dann und tschüss.